Wenn Sie heute durch den Nationalpark Harz wandern, bietet sich Ihnen auf einigen Waldflächen ein bizarres Bild. Graue Gerippe abgestorbener Fichten, soweit das Auge blicken kann. Auf viele Menschen wirkt es befremdlich und sie sorgen sich um den Wald. Stirbt er großflächig? Ist der Wald tot? Antwort auf diese Fragen gibt die Natur, denn sie führt im Nationalpark Harz Regie, auf ihrer ganz eigenen Baustelle Natur. Natur, Natur sein lassen, Rückkehr der Wildnis. Leitlinie aller Nationalparke weltweit, wie auch hier im Nationalpark Harz. Aber sieht die neue Wildnis so aus? Um zu verstehen, was hier geschieht, müssen wir zunächst zurückblicken. Die Harzer Wälder wurden über Jahrhunderte vom Menschen genutzt und gestaltet. Die Köhlerei und der zunehmende Bauholzbedarf für den Bergbau veränderten die Gebirgslandschaft durchgreifend. Der natürliche Wald verschwand mehr und mehr. Holznot brach aus. Die kahlgeschlagenen Flächen wurden wieder aufgeforstet, zumeist mit der schnell wachsenden Fichte. Das war eine enorme Leistung und sicherte die Holzversorgung. Doch so entstanden Wälder mit nur einer Baumart, der Fichte. Mit Natur oder gar Wildnis haben solche Monokulturen wenig zu tun. Sie wurden gehegt und gepflegt bis zur Ernte. Auch in den Hochlagen des Harzes, wo die Fichte von Natur aus heimisch ist, wurden die Wälder nutzungsbedingt verändert. Mit Nationalparkgründung endete die Nutzung dieser Wälder. Wurde der Wald bisher vom Menschen gestaltet, übernahm getreu der Nationalpark-Idee eine neue Bauherrin die Leitung, die Natur. Wir alle sind dabei Zuschauer und können beobachten, wie konsequent die Natur ihre Baustelle voranbringt. Versetzen Sie sich selbst für einen Moment in die Lage einer Bauherrin oder eines Bauherrn. Anstelle eines Altbauareals soll etwas Neues entstehen, vital und lebenswert. Was würden Sie tun? Das Alte radikal abreißen, um Platz für das Neue zu schaffen? Im Nationalpark Harz hat die Natur vielerorts genau diesen Weg eingeschlagen. Und das mit beeindruckender Konsequenz. Der alternde Wirtschaftswald wird quasi abgerissen. So entsteht Platz für einen neuen Wald, den die Natur nach ihren Regeln errichtet. Baustelle Natur. Aber warum sterben die verbliebenen Fichtenwirtschaftswälder so großflächig ab? Mehrere Ursachen wirken zusammen. Das Absterben und der Zerfall alter Bäume gehören zum normalen Kreislauf des Waldes. Werden und Vergehen sind Kennzeichen für natürliche Waldökosysteme. Da aber in einem Naturwald alte und junge Bäume nah nebeneinander wachsen, sterben hier nicht alle Bäume gleichzeitig ab. In solchen Monokulturen ehemaliger Wirtschaftswälder ist das anders. Hier sind alle Bäume gleich alt und erreichen gleichzeitig das Alter, in dem Absterbe- und Zerfallsprozesse zunehmen. Und es kommen weitere Faktoren ins Spiel. Der messbare Klimawandel mit mehr Stürmen, Hitze und Trockenheit schwächt die Bäume. Wenn dann er kommt, haben sie ihm nichts mehr entgegenzusetzen. Für den Fichtenborkenkäfer sind die Monokulturen das pure Schlaraffenland. Auch im Revier von Nationalparkförster Klaus-Dieter Schulze. Ja, hier kann man ein Fraßbild sehen. Hier ist der Muttergang, an dem die Weibchen ihre Eier ablegen. Diese feinen Gänge, die hier mit Bohrmehl zugefüllt sind, das sind die Larvengänge. Das sind also die Gänge, wo die Larven fressen und sich entwickeln. Irgendwann verpuppen sie sich dann in der Rinde und kommen dann als fertige Jungkäfer quasi auf der anderen Seite der Rinde wieder heraus. Hier sieht man gerade einen Käfer, ein relativ hellbrauner noch. Das ist also ein Jungkäfer. Die Altkäfer sind deutlich dunkler, fast schwarz. Hier ist also sehr deutlich zu sehen, warum der Fichtenborkenkäfer seinen Namen Buchdrucker bekommen hat. Wir haben hier von oben nach unten am Stamm gesehen den Muttergang, der quasi den Mittelteil des Buches bildet.
Und die Larvengänge, die links und rechts abgehen, bilden die Zeilen des Buches, sodass der Eindruck eines aufgeklappten Buches entsteht. Vitale Fichten wehren sich mit Harz, die Eindringlinge ersticken darin. Doch bei extremer Trockenheit oder wenn zu viele Käfer über die Bäume herfallen, reicht die Gegenwehr nicht aus. Die Fraßgänge unzähliger Käferlarven zerstören die Leitungsbahnen der Bäume. Die Fichten sterben ab. Ist der Sommer lang und zudem noch warm und trocken, kann jedes Käferweibchen über Kinder und Kindeskinder mehr als 100.000 Nachkommen erzeugen. Auf der Baustelle Natur sind die Borkenkäfer quasi die Abrissunternehmer. Sie leiten den Waldwandel radikal ein. In mittleren und tieferen Lagen fallen die Käfermassen invasionsartig über die ehemaligen Wirtschaftswälder her. Aber auch in den Hochlagen bis in die Gipfelregion des Brockens sehen wir Veränderungen. Klimawandel und Borkenkäfer machen den Bäumen selbst hier zu schaffen, wo die Fichtenwälder von Natur aus wachsen. Die naturnahe Struktur im sogenannten Brockenurwald mit jungen und alten Bäumen nebeneinander sorgt hier jedoch dafür, dass schon eine neue Generation nachgewachsen ist. Für uns Menschen sind solche Anblicke gewöhnungsbedürftig und auf viele Waldfreunde wirkt das Bild verstörend. Bedeutet Nationalpark, dass der Wald so aussieht, dass er stirbt? Nehmen wir uns etwas Zeit und schauen genauer in den bizarren Silberwald, den die Borkenkäfer hinterlassen haben. Schon nach kurzer Zeit können wir Neues entdecken. Überall tut sich was auf der Baustelle Natur. In den Hochlagen wachsen erneut Fichten heran. Aber diesmal sieht das ganz anders aus. Ungleichmäßig, unsortiert, ja wilder. Hier und dort kommen Ebereschen und andere Laubbäume hinzu. Wilder und bunter baut die Natur den neuen Wald. Aber auch viele andere Pflanzen halten Einzug. Gräser, Moose, Farne und Blumen. Und damit die neue Wildnis gedeihen kann, wird hier vorbildlich recycelt. Das Totholz der alten Wirtschaftswälder wird nach und nach zersetzt, zu Waldboden. Unzählige Pilze, Insekten und Kleinlebewesen erledigen diesen Job. Perfekte Kreislaufwirtschaft der Natur. Nichts wird verschwendet oder ist nutzlos. Schon nach wenigen Jahren ist unter den abgestorbenen Altfichten eine neue Vielfalt gewachsen. Diese heranwachsende Wildnis lockt zahlreiche neue Bewohner an. Auch in den naturnahen Bergfichtenwäldern der Hochlagen nimmt mit den Veränderungen die Artenvielfalt zu. Der Nationalparkwissenschaftler Andreas Marten erforscht diese Entwicklung. Diese Falle hier ist installiert worden, als der Baum noch gelebt hat, 2015. Und in diesem Jahr ist er dann durch Borkenkäferbefall zum Absterben gebracht worden. Und wir beobachten jetzt schon das vierte Jahr in Folge, wie sich die Lebensgemeinschaften an so einem Fichtenstamm entwickeln im Absterbeprozess oder im Zerfallsprozess des Fichtenbaumes. Das ist ein schöner Ameisenbuntkäfer, ein Jäger, der quasi sowohl die Larven der Borkenkäfer als auch die Käfer selbst frisst. Die Beobachtung der Artenvielfalt und der Veränderungen über viele Jahre ermöglicht es dem Nationalpark Harz, natürliche Entwicklungen besser zu verstehen und zu begleiten. Probengefäß überführt. Das größte Arbeitsvolumen macht letztendlich die Sortierung im Labor dann aus. Andreas Marten ist einer von vielen Expertinnen und Experten, die die Rückkehr der Wildnis intensiv erforschen. Wie geht es auf der Baustelle Natur weiter? Wie schnell entwickelt sich der neue Wald und wie könnte er aussehen? Im Austausch mit anderen Schutzgebieten finden sich Antworten. Josef Wanninger vom Nationalpark Bayerischer Wald erlebt dort bereits seit den 1990er Jahren die Walderneuerung in Eigenregie der Natur.
Nachdem der Nationalpark Bayerischer Wald der älteste Nationalpark in Deutschland war, waren wir auch der erste, der mit Borkenkäfer Massenvermehrung zu tun hatte, wo vor allem in den Hochlagen über 3000 Hektar alte Fichtenwälder abgestorben sind. Das war für die Menschen damals sehr überraschend und auch manchmal erschreckend und viele hatten Angst um den Wald. Und es hat sich auch die Frage gestellt, kommt überhaupt wieder ein junger Wald? Bei uns war der Unterschied zu hier im Harz, dass es kaum Vorausfüllungen gab. Unsere Wälder waren sehr dicht geschlossen und es war kaum Verjüngung drunter. Es hat sich allerdings sehr schnell gezeigt, dass die Waldverjüngung wesentlich schneller vorangeschritten ist, als wir das alles vermutet haben. Ich habe hier vier Bilder mitgebracht aus dem Bayerischen Wald, wo das erste Foto aus dem Jahr 2001 stammt, wo die alten Wälder ca. 5 Jahre vorher abgestorben waren, wo noch ganz wenig Verjüngung drauf ist, weniger wie es hier heute der Fall ist. Und noch 2005 und 2010 das letzte Bild aus dem Jahr 2015, wo sich auf großer Fläche der Bergfichtenwald inzwischen regeneriert hat. Und wenn ich mir jetzt vergleichbare Flächen hier anschaue, was für uns 20 Jahre gedauert hat, denke ich mal, das wird in Harz in wenigen Jahren, in 5 bis maximal 10 Jahren, wieder ein gleicher Wald vorhanden sein, wie wir hier das auf Bild 4 sehen. Die Touristiker haben sehr schnell erkannt, dass man diese Waldwildnis für die touristische Werbung sehr gut nutzen kann und dass die Touristen und Besucher sehr fasziniert sind von dieser Waldwildnis. Wie gesagt, mit diesen vielen Facetten eines Waldes, Totholz, junger Wald, lebender Wald, ein Alleinstellungsmerkmal, und werben seitdem auch mit verschiedenen Postkartenkalendern eben für diesen wilden Wald. Auch im Nationalpark Harz erfreut die neue Wildnis immer mehr Besucherinnen und Besucher, die Zeugen des Waldwandels sind. Die Baustelle Natur bietet dem Tourismus neue Perspektiven. In einigen Bereichen unterstützt der Nationalpark den Waldwandel. In den ehemaligen Fichtenforsten der mittleren und tieferen Lagen werden kleine Buchen gepflanzt. Gefördert durch den Menschen hielten Fichtenwälder hier erst Einzug, nachdem die Laub-Urwälder des Harzes abgeholzt waren. Vor dieser Zeit prägten ausgedehnte Buchenwälder den Harz. Fichtenwälder kamen von Natur aus nur in den Hochlagen vor. Ziel des Nationalparks ist es, den ursprünglichen Waldgesellschaften zur Rückkehr zu verhelfen, also wieder mehr Buchenwäldern eine Chance zu geben. Wenn nun aber die Fichtenforste alt werden und absterben, würden erneut fast ausschließlich Fichten nachwachsen. Es fehlt an alten Buchen, die hier mit ihren Nachkommen wieder Laubwälder gründen könnten. Also hilft der Nationalpark Harz nach. Auf Netzen werden unter ausgewählten Altbuchen die herabfallenden Bucheckern gesammelt. Aus diesen Bucheckern werden in Baumschulen die kleinen Buchen herangezogen, die hier im Nationalpark Harz unter die alten Fichten gepflanzt werden. Mit dem Pflanzen der kleinen Buchen fördert der Nationalpark Harz die Rückkehr ursprünglicher Laubwälder und unterstützt die Natur auf ihrer Baustelle. Auch dort, wo die Sicherheit von Menschen eine besondere Rolle spielt, greift der Nationalpark Harz ein. So werden abgestorbene Bäume an öffentlichen Verkehrswegen gefällt. Rot, beide Ampeln rot, bitte. Die entwurzelten Bäume hier an der Brockenstraße wurden nicht etwa vom Wind geworfen, sie wurden umgerissen.
zum Schutz von Wanderern, Radfahrern und Fahrzeugen, nicht zuletzt auch der Brockenbahn. Auch dieser Anblick erscheint zunächst seltsam. Doch die gekappten Stämme bieten Insekten, Vögeln, Moosen, Farnen und vielen anderen Lebewesen wertvollen Lebensraum und Nahrungsquellen, wie auch die umgerissenen Wurzelteller. Auch wenn das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr geschieht, wird für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher auf der Baustelle Natur an einigen Stellen aufwendig eingegriffen. Die toten Altfichten, umgerissene Bäume, skurrile Reststämme prägen auch hier nur vorübergehend das Bild. Halten Sie die Augen offen, dann können Sie selbst entdecken, wie die Natur mit Recycling und Neubau beginnt und voranschreitet. Der Nationalpark Harz ist von Wirtschaftswäldern umgeben. Hier wird seit vielen Generationen Waldbau betrieben, mit dem Ziel, den umweltfreundlichen und nachwachsenden Rohstoff Holz zu ernten. Was im Nationalpark Harz die Rückkehr der Wildnis vorbereitet, ist für die Forstwirtschaft ein bedrohliches Szenario. An der Grenze zu benachbarten Wirtschaftswäldern gibt es deshalb einen Sicherheitsstreifen. Ja, das ist einer. Hier werden vom Käfer befallene Bäume in Kooperation von Nationalpark und Landesforsten systematisch erfasst. Durch das frühzeitige Fällen und den Abtransport des Holzes wird den Käfern die Lebensgrundlage entzogen und ihr Übertritt in Wirtschaftswälder wirksam verhindert. Zum Schutz der angrenzenden Forstwirtschaft greift der Nationalpark Harz also angemessen in den Waldwandel ein. Übrigens sind Borkenkäfer-Massenvermehrungen kein Phänomen des Nationalparks. In den vergangenen Sommern traten sie in immer mehr Waldgebieten auf. Hitze und Trockenheit haben bundesweit zu einer rasanten Ausdehnung befallener Flächen geführt. Wo die Natur die Bauleitung übernommen hat, wir sie gewähren lassen oder auch unterstützen, geht es sichtbar voran, Richtung Wildnis, mit ihren typischen Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen. Immer mehr Arten kehren in ihre einstigen Areale zurück. Ole Anders ist Leiter des Luchsprojekts Harz. Unter anderem mit Fotofallen ist er den Luchsen und Wildkatzen auf der Spur. Im Grunde genommen profitieren Luchs und Wildkatze auch von diesem Wandel des Waldes, den wir hier im Moment erleben. Dadurch, dass viele alte Bäume jetzt durch den Borkenkäfer absterben, kommt viel Licht an die Erde. Das hilft anderen Tierarten wie zum Beispiel Mäusen, die jetzt einfach viel mehr Nahrung finden in diesen Beständen, die wir hier haben. Und die Schalenwild tut sich wesentlich leichter in diesen Bereichen, weil plötzlich einfach dort mehr Vegetation vorhanden ist. Und in der Folge kommen natürlich so Jäger wie der Luchs und haben plötzlich ganz andere Möglichkeiten, diese Bereiche zu nutzen, finden hier auch durch diese reiche Struktur auch viel mehr Plätze, um sich zu verstecken, auch die Jugendaufzucht hier durchzuführen. Auch das ist für die Tierarten jetzt hier sehr, sehr interessant in diesen reich strukturierten Bereichen, die sich hier jetzt überall ergeben. Von der Baustelle Natur profitieren aber auch wir alle. Wir können auf unseren Wanderungen eine vielfältige und dynamische Berglandschaft erleben, die sich mehr und mehr zu einer faszinierenden Wildnis entwickelt. Halten Sie die Augen offen und sehen Sie der Wildnis beim Wachsen zu. Auf der Baustelle Natur im Nationalpark Harz.